Come on, everybody! Oh.
gewesen. Von Geld lassen sie sich über den Tisch ziehen. Schwarz, schwarz, schwarz zieh ich für die nächste Wahl. Selbst die Klimakids sehen die Grünen schon als Witz. Und die Annalena. So, schönen Morgen. Ganz kurze informatorische Durchsage. Ich bitte jetzt die Redner, insbesondere die Apotheker aus Feldberg, bitte sich hier vorne am Trailer einzufinden. Und dann geht's auch schon los. Robert wird ungefähr eine Viertelstunde hier erwartet, aber wir sollen anfangen, wir haben die Freigabe. Also 2-3 Minuten und dann wollen wir hören, was es so zu hören, zu sagen und zu reden gibt. Dankeschön. Vor diesen Bildern, vor einem geeinten Volk. Hatten wir schon mal, Herr Maluschek. Vor 500 Jahren, als die Bauernaufstände begonnen haben, sind sie blutig niedergeschlagen worden, weil es zu einer Spaltung gekommen ist. Es liegt an uns, dass das, was bis jetzt hier passiert ist, die Geeinigkeit, die Einigung, die Einheit zwischen Bauerntum, Unternehmertum und Bürgern, die zu erhalten und klar zu sagen, nein, so geht es nicht weiter. Stimmt ihr mir dazu? Ja. Andi hat es gerade gesagt, in den letzten 13 Jahren hat sich die Gesamtsteuerlast von über 500 Milliarden Euro auf fast 1 Billion Euro verdoppelt. Entstanden ist das durch Unternehmertum. Entstanden ist das durch Vernachlässigung der Familie. Entstanden ist das durch ständiges über sich hinausgehen. Wir haben mit anderen Worten als Unternehmer, Freiberufler, Ärzte, Zahnärzte, was auch immer, kompensiert. Immer in der Hoffnung, in der Erwartung, dass irgendetwas wieder bei uns ankommt. Und ich lade jeden von euch ein, mich in mein Altenheim zu besuchen. Und was man dort sieht, Menschen, die 40, 45 Jahre gearbeitet haben, hart in der Landwirtschaft, was sie dort für ein Leben fristen, mit einem Pflegeschlüssel, wo ich kotzen könnte, das ist unmenschlich. Die gesamten Spaltungsbestrebungen, die man in der Presse erfährt, und das beste Beispiel ist die Zeit, die schreibt tatsächlich, polemisch gesagt, 115.000 Euro durchschnittlicher Gewinn bei den Bauern. In Klammern, sind die Proteste dafür gerechtfertigt? Ich stelle euch mal die Frage, was kostet so ein Tracker? Ja, so bei 500.000, 700.000. Wie viele Rücklagen muss ich bilden? Aber ich stelle noch eine andere Frage. Was verdient eigentlich der Chefredakteur von der Zeit? Nach Angaben vom Verdienst.de, ja, über 500.000. Nun frage ich, ob ich, wenn ich eine Zeit esse, satt werde oder ob ich vom Korn satt werde. Die Zugeständnisse, die jetzt gemacht werden, diese Halbwabeln, ja, wisst ihr, zu welchen Lasten die gehen sollen? Könnt ihr nachlesen. Der Landwirtschaftsminister ist der Meinung, okay, die Bauern kriegen ein bisschen mehr zurück. Dafür nehmen wir es von unseren Fischern. Von unseren Fischern. Was ist das denn für ein Schwachsinn, wenn zur gleichen Zeit die Militärausgaben für die Ukraine verdoppelt werden? Und das sind Fakten. Und die Liste ist ewig lang. Und darauf die Gefahr hinaus, dass ich mir jetzt vielleicht ein paar unschöne Feinde mache, aber ich habe bald die Nase voll von diesen ganzen Meinungen. Weil Meinung ist wie Pulverschnee, den ich in den Wind haue. Faktisches Wissen, wie so ein dicker Stein, der liegt, das sind belastbare Fakten. Und die Politik ist gefordert, und das ist die Forderung der Unternehmer, dass sie sich an knallharte Fakten hält und primär das tut, was sie immer im Amtszeit schwören. Nämlich das Beste für das deutsche Volk. Vielen Dank. Verdanken haben. Hier läuft er. Ein riesiger Applaus bitte für Robert. Schönen Abend für dein Engagement. Und zeigt der ignoranten Politik, was wir davon halten, wenn das Rathaus geschlossen ist, was von unseren Steuergeldern gebraut wurde und wir nicht mal auf die eigenen Besuchertoiletten dürfen. Robert, bitteschön. Meinst du, ich probiere es einfach mal. Vielen Dank. Die Stimme ist weg. Wir haben gerade noch überall auf dem Ring, das war mir wichtig,
erstmal überall die Rettungsgasse gebildet. Damit, in den letzten Tagen. Damit keine Menschenleben gefährdet werden. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich danke euch allen, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen. Alle gemeinsam für unsere Kinder, für unsere Familien, für eine bessere Zukunft und für genau das, was hier stattfindet. Dass wir zusammenstehen, uns nicht spalten lassen. Und sowas viel öfter veranstalten. Und hier, schaut euch das an, der Bratwurststand von einem Unternehmer finanziert. Da bringen Leute Gulaschsuppe mit, einen Grill, Kaffee da hinten. Es sind so viele tolle Dinge passiert. Ich habe die letzten 6 Tage nur 20 Stunden geschlafen. Und ich wollte, dass es groß wird in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, das haben wir erreicht mit den Bauern zusammen. Und wenn irgendwelche Menschen... Ich habe für die Unternehmer und ich habe dieses Netzwerk bedient, was wir haben, tolle Mitmenschen, Mitmenschen mit Herz. Und ich habe sie alle um Hilfe gebeten und habe gesagt, nach der Bauernrede in Berlin, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt sind die Emotionen da und jetzt veranstalten wir wieder was Großes. Und das, was jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist, mega. Im Vergleich zu dem, was in Deutschland ist, haben wir hier wirklich mit den Bauernverbänden, mit allen 3 Bauernverbänden, eine tolle Aktion auf die Beine gestellt und es wurde schon am 21.12. angestoßen, dass wir, also dass die Bauern in Eigenverantwortung die Autofahrten von 6 bis 9 Uhr zu machen. Unternehmen jeden Tag Klimmzüge, um das Land zu versorgen, den Müll zu entsorgen und die Kraftwerke zu versorgen, damit wir es warm haben. Und was passiert von der Politik? Wir haben ein Kabotagegesetz, wir haben ein Mobilitätsgesetz. Und was passiert? Es wird nicht kontrolliert. Wir haben 270 Beamte beim BALM, die gar nicht in der Lage sind, die Kabotageverstöße zu kontrollieren. Oh Gott, Entschuldigung. Und unsere heimischen Transportunternehmen müssen mit Unternehmen aus Osteuropa konkurrieren. Da können wir nicht mithalten. Ein Osteuropäer hat ganz andere Kosten. Und wie die mit ihren Fahrern umgehen, habt ihr vielleicht alle gesehen in den Reportagen aus Gräfenhausen. So kann man mit Menschen nicht umgehen, nicht in Europa. Die sitzen am Wochenende in ihren Führerhäusern, müssen frieren, müssen sich das Wasser erbetteln, das Trinkwasser, weil es an den Tankstellen kein kostenfreies Trinkwasser gibt. Die Unternehmen hier in Deutschland müssen Maut zahlen, müssen Kfz-Steuer zahlen, um die Straßen zu finanzieren, damit die Straßen gemacht werden, damit die Parkplätze gebaut werden. Und was fehlt? Parkplätze für Lkw. 40.000 Parkplätze fehlen für unsere Versorger. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Ich fahre hier in Mecklenburg-Vorpommern, weil ich im Fernverkehr nicht mehr fahren will. Ich bin früher gerne im Fernverkehr gefahren. Warum fahre ich nicht gerne im Fernverkehr? Weil ich nicht weiß, wo ich parken soll. Wo soll ich denn parken? Jetzt zahlen wir schon 4,50 Euro für die Dusche. Wo sind denn die kostenfreien Duschen für unsere Versorger und Entsorger? Wo sind sie? Gibt's nicht. Jetzt kommt noch die Mauterhöhung, die im Dezember gestartet. Im Dezember. Ne, die Verträge laufen immer bis Ende des Jahres. Und im Dezember erhöhen wir die Maut um 83%. Wurde ja schon angesprochen, 35 Cent. Jetzt bin ich kurz raus. Wer soll denn das bezahlen? Wer zahlt das am Ende? Der Unternehmer? Nein, das zahlen wir. Die Frachtpreise sind im Arsch. Weil Osteuropa uns die Preise kaputt fährt. Ist einfach so. Entschuldigung, dass ich dazu sage. Vielleicht stellt mich jetzt hier auch einer ins Recht hin. Aber wir, die Transportunternehmen hier in Deutschland, haben es schwer. Im Dezember haben zig Unternehmen aufgehört, weil sie sich die Mauterhöhung nicht leisten können. Weil viele Verlader sagen, wir zahlen erst ab Januar. So, die Frachtpreise sind schon im Eimer. Und da kann man die Maut nicht, das kann man nicht vorstrecken. Und wir müssen sie vorstrecken. Die Fahrer müssen ihre Zeiten richtig ausreizen und haben keine Parkplätze. Kostenfreie Duschen gibt's nicht. Ich habe letztens in Rostock
mal wieder geduscht für 4,50 Euro. 4,50 Euro für eine Dusche, wenn ich zweimal in der Woche dusche, ne? Das ist dann schon sparsam, meistens dreimal, aber kann man sich gar nicht mehr leisten. Also die Versorger werden hier verarscht vom Feinsten. Ah, zur Mauterhöhung. Bevor die Mauterhöhung war, hatte der BGL eine Anhörung im Bundestag organisiert über einen SPD-Politiker. Da wurden Verbände gehört, da wurden Fahrer gehört, Politiker gehört. Und alle haben gesagt, das funktioniert nicht mit dieser Mauterhöhung. So, was passiert? Nichts, gar nichts. Die Maut wurde erhöht, fertig. Das kann so nicht weitergehen. Der Straßengütertransport ist für uns alle wichtig, essentiell wichtig. Die Bahn fährt nicht zum Supermarkt, die Bahn fährt hier nicht in der Stadt. Seht ihr irgendwo Gleise? Nee, ich nicht. Da fährt der LKW hin. Und wir müssen auch mal irgendwann mal für die Fahrer was tun, für die Unternehmer was tun und die ganze Branche mal stärken. Wir brauchen mehr Kontrollbeamte beim BALM, das ist ganz wichtig. Wir brauchen mehr Kontrollen. Wir müssen die Mautdaten nutzen, um hier mal zu gucken, wer hier fährt. Denn wie 40%, offiziell 40% sind osteuropäische Fahrer, die hier fahren, die dann am Wochenende hier rumstehen. Apropos am Wochenende. Wir waren über Weihnachten unterwegs. Wir sind jedes Jahr seit 2017 unterwegs, machen eine Weihnachtstour quasi am 25. und beschenken Lkw-Fahrer auf den Rastplätzen. Normalerweise fahren wir A20, A19, A24. Dieses Jahr sind wir gefahren A20 bis Rostock. In Rostock sind wir im Hafen gelandet, da sind 60 Tüten rausgegangen. Wir haben sonst immer 60 Tüten gehabt, die haben gereicht bis Kreuz Schwerin. 60 Tüten in Rostock raus und wir mussten flüchten. Wir hatten nicht für alle Lkw-Fahrer Päckchen da. Das ist so traurig und die sind 4 Tage da. Die Heizung läuft nicht 4 Tage. Du musst zwischendurch den Lkw starten. Machst du das nicht, ist die Batterie leer. Dann sitzt du im Kalten und da ist keiner, der dir hilft. Am Weihnachten ist kein Pannenservice da. Das kann so nicht weitergehen. Der Straßengütertransport ist essentiell wichtig. Und diese ganzen Elektro-Lkw, das ist so ein Quatsch. So ein Lkw kostet 300.000 Euro und fährt 400 Kilometer. Was soll denn das bringen? Fahr mal mit so einem Elektro-Ding im Wald, ne, und fahr dich mal fest. Das geht gar nicht. Dann ist der Akku leer und dann hast du Pech gehabt. Ich bin hier, weil ich für den Straßengütertransport spreche. Der Berufskraftfahrer ist ein ehrenvoller Beruf. Ich mache ihn immer noch gerne und da hinten steht mein LKW. Wir müssen was machen, damit wir endlich mal hier ein bisschen was bewegen. Dankeschön. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Erstmal möchte ich im Namen der Initiative Unternehmeraufstand MV euch allen ganz, ganz herzlich danken, dass ihr unserem Aufruf gefolgt seid. Am allermeisten müssen wir uns aber alle gemeinsam bei einer Person bedanken. Der hat die letzte Woche nichts anderes gemacht, außer sich hier rum zu kümmern, außer schlafen, das hat er nicht gemacht. Robert Volker, vielen Dank. Ursprünglich wollte ich heute nichts sagen, aber mir wurde gestern von der Zahnärztin Katrin Rösner ein Zeitungsartikel aus der Ostsee-Zeitung zugespielt, weil ich lese ihn nicht, ich lese den Nordkurier, da stand aber das Gleiche, weil das kam über dpa. Ich muss euch das vorlesen. Die Vereinigung der Unternehmerverbände MV unterstützt die Forderung der Landwirte nach der Rücknahme der Subventionskürzungen, distanziert sich aber von Protestaufrufen der Initiative Unternehmeraufstand. Die Initiatoren sind bekannt aus Corona-Zeiten. Es ist eine Gemengelage aus Querdenkern, Reichsbürgern, Politikschwurblern, die die Situation zum wiederholten Male nutzen, um Aufruhr zu schüren, sagte der Verbandssprecher
und stellvertretender Geschäftsführer Sven Müller. Die Aktionen dieser Gruppierung schaden dem eigentlichen Anliegen von der Politik, mehr Verlässlichkeit und Realitätssinn zu fordern. Da brauchte ich irgendwie einen längeren Zeitraum, um das zu verdauen. Und dann habe ich mich entschieden, heute hier doch was zu sagen. Ich gehöre zu den Mitbegründern dieser Initiative. Mit Mike Regner und anderen Unternehmern dieser Stadt haben wir im Herbst 22 diese Initiative gegründet, haben ja im letzten Winter schon Autokursus organisiert und haben mehr oder weniger die Bauern um ihre Unterstützung gebeten. Hatten da noch nicht das Ohr so bei den Bauern. Der eine oder andere kann sich entsinnen an die Autokursus, die wir gemacht haben. Jetzt, wo es den Bauern ans Zeug geht, sind sie wach. Das freut uns, weil ich spreche hier hoffentlich für viele Unternehmer, weil Bauern sind auch Unternehmer. Aber ich sage auch gleich, wie konnte es zu dieser Situation, die wir sie haben, überhaupt kommen? Es sind ja hier wahrscheinlich jetzt nicht nur Unternehmer, sondern auch normale Menschen, die irgendwo arbeiten gehen. Ich spreche jetzt gezielt die Unternehmer an. Wir alle. Ich bin seit 30 Jahren Unternehmen, habe mehrere Firmen gegründet, habe einen Haufen Dauerarbeitsplätze hier in Neubrandenburg und im Umland geschaffen. Aber wir, die Unternehmer, wir sind gemeinsam mit Schuld an der Situation, wie wir sie heute haben. Weil wir haben jahrzehntelang darauf vertraut, dass die Politik das alles gut macht und wir kümmern uns um uns und verstecken uns hinter unserem Stress. Das hat mich im letzten Jahr zu einem Umdenken bewogen und ich habe schon einige Mitstreiter aus dem Unternehmertum gefunden und fordere alle anderen Unternehmer auch auf, darüber nachzudenken. Wir, die Unternehmer, müssen uns in die Politik einmischen. Nicht nur mit einer Demonstration, sondern wir müssen aktiv mitarbeiten. Wo können wir das? Das können wir in unseren Kommunen, in der Stadtvertretung und so weiter. Alle kleinen Städte in Mecklenburg-Vorpommern, in den Kommunen. Überall sitzen Menschen, die sitzen da teilweise seit Jahrzehnten. Und es geht nichts vorwärts. Weil die Demokratie, die geht von unten. Es muss unten losgehen. Die im Landtag und die in der Bundesregierung, die können so lange machen, was sie wollen, wie sie nicht von den unteren, von der Basisdemokratie getrieben werden. Ich habe mir fest vorgenommen, habe mich dazu entschieden und einige Mitstreiter habe ich schon gefunden, dass wir am 9. Juni diesen Jahres uns in Neubrandenburg an der Stadtvertreterwahl beteiligen. Wir werden uns aufstellen und ich fordere euch auf, wenn ihr ernsthafte, dauerhafte Veränderungen wollt, beschäftigt euch mit dem Thema, geht zur Wahl und gebt dem die Stimme, wo ihr glaubt, die was verändern können. Ein Satz noch zum Unternehmeraufstand. Eine unserer ersten Parolen war, ohne uns steht alles still. Wer heute Vormittag im Auto saß und Ostseewelle gehört hat, permanente Nachrichten, die Ostseewelle hat gesagt, ganz Mecklenburg ist mehr oder weniger teilweise zum Erliegen gekommen, das öffentliche Leben. Und es waren die größten Protestbewegungen seit der Wiedervereinigung. Danke euch. Ja. So, Bernd Herrmann aus Neubrandenburg. Ich habe wieder mal tut, Verkehrshinweis. Malchin OG111, Pferdemarkt, ne? Am Pferdemarkt und blockiert dort die Straße und darunter MSE PS 123. Wo steht der? Auch Pferdemarkt. Blockiert auch irgendwas. Also kommen die ganzen Pferde. Die Rettungskasse. Ganz toll. Ne? Also bitte die Fahrzeugführer. Hallo Neubrandenburg. Hallo Friedland. Hallo Wahn. Alle, die ihr hier seid. Handwerk. Baugewerbe, Bauern, Mittelstand. Mein Name ist Marco Messner, ich bin Unternehmer. 50 Jahre, habe Familie,
und wohne in Neubrandenburg. Ein Schachspiel beginnt mit dem Bauer und endet erst, wenn der König fällt. Ich stehe hier stellvertretend für die Gastronomie und Hotellerie in Neubrandenburg und unsere Botschaft an euch: Wir zeigen uns solidarisch unter dem Motto gemeinsam statt einsam. Wir stehen an eurer Seite, wir halten zu euch, wir kämpfen für euch und für uns Seite an Seite. Nur Verbote und Kostenerhöhungen seit Monaten. Wir haben seit 3 Jahren keine Luft zum wirtschaftlichen Atmen. 3-mal Corona-Lockdown, monatelange Kurzarbeit, Inflation, hohe Energiekosten, hohe Pachtung, Personalwanderungen, krisensichere Branchen, Lieferengpässe, Mautgebühren, hohe Einkaufspreise auf Produkte, eine hohe Steuer, eine hohe Abgabenlast, ein Bürokratieaufwand ohne Sicht am Horizont. Die CO2-Steuer zieht sich wie ein roter Faden durch das Bürgergeld mit der 3. Erhöhung als Arbeitsmarktkiller. Und am Ende für unsere Branche das Nicht-Einhalten der Zusage des Bundeskanzlers Scholz, die 7% auf Speisen zu belassen. Der Bundeskanzler hat uns belogen! Überall herrscht in Europa eine Inflation. Alle Länder bis auf Deutschland ergreifen Maßnahmen zur Eindämmung und zur Minderung der Inflation. Was macht unsere Ampelregierung in Berlin? Nein, sie befeuert das Ganze noch und setzt den Kessel noch mehr unter Druck. 84 Millionen Einwohner in der Bundesrepublik. Der gesamte Mittelstand mit 17 Millionen finanziert und verschenkt jeden Tag Steuergelder an den stolzen Rest von 67 Millionen. Die will ich ein bisschen differenzieren. Aber wir wollen die halbe Welt retten. Das kann nicht funktionieren. Der Mittelstand, das Handwerk und die Landwirtschaft, das sind das finanzielle Bollwerk und das Rückgrat einer jeden Kommune, eines jeden Bundeslandes und der Bundesrepublik Deutschland. Und genau dieser Mittelstand wird seit Monaten sowas von gegen die Wand gefahren, dass wir jetzt sagen, wir haben die Schnauze voll. Mit diesem einzigartigen Protest verschaffen wir uns nun endlich Gehör in Schwerin und in Berlin. Wer Wind sät, wird Sturm ernten und wird am Ende fühlen müssen. Genau. Für mich eine persönliche Frage heute hier. Gibt es auch einen Landtagsabgeordneten oder einen Bundestagsabgeordneten hier unter uns? Nein, es ist keiner hier von diesen Leuten. Nein, es ist keiner hier. Der Stralsunder Oberbürgermeister Dr. Alexander Bartow, solidarisch ruft er heute in Stralsund zu einer großen Protestdemonstration auf unter dem Motto: Die Politik gegen die Fleißigen muss enden. Wo ist unser Oberbürgermeister heute? Wo? Unsere Ministerpräsidentin ruft immer öffentlich dazu auf, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten, gemeinsam Hand in Hand. Aber ich habe gelernt, von Jugend an, Hand in Hand heißt auch auf Augenhöhe. Und nicht der eine auf dem Sonnendeck und die anderen im Keller, das kann nicht funktionieren. Wir zählen die Tage für diese Ampelregierung in Berlin. Diese Regierung muss weg. Da sitzen Leute in Berlin ohne fachlich qualifizierte Abschlüsse und teils im jungen Alter und wollen uns aus Berlin heraus erzählen, wie man Krisen bewältigt. Das sind Leute, die haben noch nie produktiv im Leben gearbeitet. Lasst uns nicht aufgeben, lasst uns politisch gegen diesen Irrsinn an Politik weiter ankämpfen. Wir dürfen nicht aufhören, solange unsere Forderungen hier, heute und künftig nicht erfüllt werden. Halten wir zusammen, kämpfen wir weiter, so wie wir alle stehen, das ist der erste Aufschlag und wir müssen schauen, dass wir nicht aufgeben, sondern Seite an Seite weiter für unsere Forderungen kämpfen. Danke! 1992 habe ich meinen Handwerksbetrieb,
die Firma Ballwitz Elektro gegründet. Eigentlich wollte ich gar nicht auf dieser Bühne stehen, da ich mich nicht als Redner geboren habe. Doch die Zustände in diesem Land und unter dieser Bundesregierung zwingen mich jetzt doch dazu. Also sage ich ein paar Worte. Seit über 30 Jahren sind meine Kollegen und ich sowohl in der Region als auch deutschlandweit unterwegs. In den vielen Jahren haben wir immer mal wieder kleine und größere Probleme bewältigen müssen, wie jeder andere Betrieb auch. Aber dann kam Corona und die völlig absurden Anordnungen der alten und der aktuellen Regierung. In Zeiten, in welchen die Kinder nicht zur Schule gehen durften, Spielplätze mit Absperrbändern eingezäunt wurden, engste Verwandte ihre Angehörigen in alten Pflegeheimen nicht besuchen durften, keine Konzerte stattfanden, Museen schließen mussten und Polizisten auf Bundesstraßen kontrollierten, ob wir systemrelevant sind, arbeiteten Unmengen von Handwerker nur aus Deutschland, nicht nur aus Deutschland, zusammen mit Planern, Bauleitern, Architekten und Bauherren gleichzeitig in Räumen teilweise von unter 20 Quadratmetern, um Umbauarbeiten in zwangsweise geschlossenen Hotels und Gaststätten auszuführen. Zu diesen absurden Maßnahmen zähle ich auch die Vorbereitung der allgemeinen Impfpflicht und dem damit verbundenen moralischen Druck auf alle Menschen. Wer bin ich, dass ich meine Kollegen zur Impfung dränge? Der Körper eines Menschen gehört nur ihm selbst ganz alleine. Keiner hat darüber zu verfügen. Keiner. Das war für mich der Grund, weshalb ich vor 2 Jahren anfing, regelmäßig an den Montagsspaziergängen in Neubrandenburg teilzunehmen. Ihr seht also, dass wir hier heute keine Trittbrettfahrer sind, wie von Rundfunkmedien unterstellt wird. Aber natürlich stehen wir fest an der Seite unserer Landwirte, die bereits sehr viel Mut bewiesen haben. Die Probleme in diesem Land sind seit Antritt der Ampelregierung nicht kleiner, sondern in einer ungeahnten Schnelligkeit größer geworden. Eine grüne Partei, welche als Vertreter der Umwelt und des Friedens angetreten ist und beides mit Füßen tritt, zusammen mit der FDP, die angeblich die Interessen des Mittelstandes verkörpert, und die SPD, die sich schon lange nicht mehr für die arbeitende Bevölkerung interessiert, sie alle zusammen haben auch das Handwerk stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, an welchem sich diese Regierung ungerechtfertigt beteiligt, kam es zu großen Lieferengpässen von Elektromaterial. Explosionsartig stiegen die Materialpreise und der Kraftstoff kostete weit über 2 Euro pro Liter und das bei über 600.000 Kilometern, welche unsere Fahrzeuge im Jahr zu den Kunden unterwegs sind. 600.000. Zu den Strom- und Gaspreisen brauche ich nichts weiter zu sagen. Dies führte zu einer nicht durch uns verschuldeten Störung im normalen Arbeitsablauf mit großen Verlusten für meine Firma, verbunden mit zusätzlichem Ärger bei unseren Kunden, für welche wir seit vielen Jahren zuverlässig tätig sind. Die anhaltend hohe Inflation und die dazu jetzt eingeführten neuen Belastungen im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Transportwesen, bei den Bauern und so weiter sind ein Ausdruck für das totale Versagen dieser Regierung. Anstatt sich für das Wohl des deutschen Volkes einzusetzen, der Amtseid der Regierung lautet, ich zitiere, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Was tut diese Regierung? Es werden riesige Summen unserer Steuergelder für die Waffenindustrie herausgeworfen, anstatt zu verhandeln und diesen gefährlichen Krieg in Europa endlich zu beenden. Diese Regierung zerstört ganz bewusst unser Land mit allem, was damit verbunden ist. So kann und darf es nicht weitergehen. Ich möchte meine kleine Rede an dieser Stelle mit einer Frage beenden. Gibt es hier wirklich noch einen Menschen, der daran glaubt, dass diese Regierung mit einem Wirtschaftsminister Habeck, einem Kanzler Scholz, einer Außenministerin Baerbock, einem Finanzminister Lindner und einer Waffenlobbyistin Strack-Zimmermann den
von so vielen fleißigen und ehrlichen Menschen in Jahrzehnten aufgebauten Wohlstand in Deutschland schützt? Glaubt das wirklich noch einer von euch? Wie gesagt, ich bin Doreen Wiedner und als selbstständige Apothekerin stehe ich hier für viele Apothekeninhaber, pharmazeutische Assistenten und pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Ich bin heute hier, weil die Bundesregierung mit ihrer Ignoranz die wohnortnahe und persönliche Gesundheitsversorgung an die Wand fährt. Das Versorgungssystem brennt und die Apotheke vor Ort hat ausgedient. Und mit ihr der Apotheker gleich mit. Der neueste Irrsinn war die Verordnung zur Änderung der Packungsbeilage. Gendern ist wichtiger als Arzneimittelversorgung. In Zeiten des großen Arzneimittelmangels werden tausende Arzneimittelpackungen zurückgerufen, weil die Packungsbeilage heute nur noch lauten darf. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin oder fragen Sie in der Apotheke. Wir Apotheker werden durch diese Politik Stück für Stück ausradiert. Die Liste der nicht mehr lieferbaren Arzneimittel ist nach wie vor lang und Sie können sich kaum vorstellen, wie frustrierend und belastend es ist, seit Jahren ist, immer wieder den Patienten und Kunden sagen zu müssen, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen, dieses Medikament gibt es gerade nicht mehr. Dennoch kümmern wir uns im Hintergrund wie selbstverständlich und telefonieren, organisieren und suchen nach Alternativen, bis wir ein Ergebnis für den Patienten haben und wir weiterhelfen konnten. Diesen extremen Mehraufwand vergütet die Politik mit 50 Cent Almosen. Egal, ob es eine Minute dauert oder 30 Minuten oder manchmal sogar 2 Tage, bis wir den Patienten versorgen können. Jeder versteht, dass das keine Vergütung ist, sondern ein Schlag ins Gesicht. Und es zeigt sich hier sehr deutlich, eine absolute Geringschätzung unserer Arbeit. Was zusätzlich noch sehr besorgniserregend ist und warum am 14.06.2023 20.000 Apotheker in Deutschland auf die Straße gegangen sind, ist das große Apothekensterben in unserem Land. 2022 waren es über 393 Schließungen. Und 2023 haben wir so Zahlen, dass es um die 600 Schließungen sein sollen. Wir haben eine noch nie dagewesene Schließungswelle und sie wird weiter Fahrt aufnehmen. Auch im Raum Neubrandenburg wurde innerhalb der letzten 13 Monate 3 Apotheken geschlossen. Die Hauptursache ist unser seit über 10 Jahren eingefrorenes Honorar. Und man hat 2023 in diesen schwierigen Zeiten sogar noch unser Honorar gekürzt, damit wir die Finanzlöcher der Krankenkasse stopfen. Durch die Kürzung sind wir jetzt also auf dem Stand unseres Honorars von vor 20 Jahren angelangt. Bei immens steigenden Kosten für Strom, Miete, Logistikkosten und Löhnen, zusätzlich belastet durch die hohe Inflation. Können Sie noch mit dem Gehalt von vor 20 Jahren Ihre heutigen Kosten bezahlen? Das ist gesetzlich festgeschrieben worden, dass unser Honorar bei steigenden Kosten angehoben werden soll. Dies wird uns jedoch verwehrt. Jedoch die Diäten der Politiker steigen automatisch. Hier wird nicht gespart. Wussten Sie, dass eine ausgebildete pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte gerade mal 5 Cent über den Mindestlohn verdient und eine PTA mit 14 Euro beginnt? Wussten Sie, dass ein studierter Pharmazeut mit diesem schweren Studium und 3 Staatsexamina weitaus unter einer Pflegefachkraft verdient? Für junge Apotheker gibt es in diesem Land keine Perspektive mehr, eine Apotheke zu übernehmen. Diese jungen Kollegen werden ihrer Zukunft beraubt und niemand wird sich das noch antun, eine Apotheke zu übernehmen. Zudem muss man wissen, dass ein Apothekeninhaber mit seinem gesamten Privatvermögen haftet. Wir brauchen dringend ein faires Honorar, damit wir unsere Mitarbeiter ein angemessenes, wettbewerbsfähiges Gehalt bezahlen können. Aber unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach tut unsere längst überfällige Honorarforderung mit der Bemerkung ab, wirklich schlecht verdient wird in der Pflege. Das zeugt von Ignoranz und für mich bleibt nichts anderes zu sagen, als dass es ein bewusstes Zerstören der Apotheke in ihrer jetzigen Form ist. Diese Politik ist frauenfeindlich, denn in unseren Apotheken arbeiten viele Frauen und Mütter.
Unser Gesundheitsminister will das amerikanische System. Die Apotheken sollen zu Ständen in Supermärkten verkommen. Zusätzlich ersticken wir im Papierkrieg und für pharmazeutische Patientenfragen bleibt wenig Zeit. Wir sind der Willkür der Krankenkasse ausgesetzt, die bei kleinsten Vorfehlern die Bezahlung verweigern. Und den ganzen Tag stehen wir unter Strom, da man stets so ständig in der Angst lebt, auf dem Rezept etwas übersehen zu haben. Für uns ist es aber wichtig, dass jeder sein passendes Medikament erhält. Ich bin 2022 mit ein paar Kollegen direkt in Berlin gewesen und habe mit einigen Politikern sprechen können. Es wurde uns versprochen, dass die Politik sich für den Erhalt der Apotheke vor Ort einsetzt. Und sie haben sich für eine Stärkung des flächendeckenden Apothekennetzes ausgesprochen. Die jetzigen Reformpläne decken sich jedoch in keinster Weise mit dem Versprechen der Lösungsforschung. Einen riesigen Applaus bitte für Robert. Schönen Dank für dein Engagement. Und zeigt der ignoranten Politik, was wir davon halten, wenn das Rathaus geschlossen ist, was von unseren Steuergeldern gebraut wurde und wir nicht mal auf die eigenen Besuchertoiletten dürfen.